Herzlich willkommen, liebe Puls-TV-Zuschauer, zu einem weiteren Skype-Interview mit unserem Neuzugang Max Brandl. Servus Max, schön, dass du Zeit hast. Servus, grüß dich. Ja Max, du kommst aus Landshut nach Rosenheim. Das ist natürlich schon so ein bisschen ein Thema, wo man nachfragen muss. Was hat dich überzeugt, zu uns zu kommen? Ja, ich denke, ich hatte recht gute Gespräche mit den Verantwortlichen, zum einen mit dem Trainer und auch mit dem Ingo, mit dem Daniel. Und von dem her haben die mich da überzeugen können. Und ja, jetzt freue ich mich auf eine neue Aufgabe in Rosenheim. Und genau, das sind eigentlich die triftigen Gründe gewesen. Ja, wir müssen kurz noch ein Vergangenheitsthema aufarbeiten. 2012, die Meisterschaft, die du mit dem EVL gegen uns geholt hast damals. Ich denke, die Fans in Rosenheim kannst du milde stimmen, indem du viele Tore schießt und vorbereitest. Ist das auch so ein Plan für dich, oder? Ja, das ist auf jeden Fall der Plan. Zu dem Thema Meisterschaft damals, klar, toll, dass man da auf der Gewinnerseite war. Aber was für mich eigentlich am allermeisten in Erinnerung bleibt, ist einfach die Serie zwischen Landshut und Rosenheim. Und es war klasse Hockey und war eine super Atmosphäre drumherum. Und das Derby-Finale war natürlich toll, dabei zu sein. Wenn man es gewinnt, noch ein bisschen schöner. Aber ich glaube, alle, die dabei waren, haben da was Tolles mitgenommen. Ja, du sprichst es an. Die Serie war sensationell. Gibt ja auch einen kleinen Film darüber, die Stimmung vor allem. Und da kommen wir schon zum nächsten Thema. Fans in Rosenheim, Fans in Landshut. Ich glaube, da bricht sich jetzt keiner Zacken aus der Krone, wenn ich sage, das sind einfach zwei mega, mega gute Fanbases. Wie wichtig ist der Faktor Fans, wenn es jetzt eben mit Corona auch vielleicht wieder möglich ist, Fans ins Stadion zu lassen, für euch auch als Mannschaft? Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Riesenfaktor, weil ein Heimspiel ist dann auch wieder wirklich ein Heimspiel. Und ich glaube, das hat man in der letzten Saison bei den Geisterspielen gesehen, dass die Heimmannschaft hat nicht mehr diesen Vorteil, wenn Emotionen bei den Fans aufkommen, die Stimmung, wo vielleicht auch mal ein Schiedsrichter ein bisschen mehr, ich würde sagen, beeinflusst wird, aber beeindruckt ist und die gegnerische Mannschaft sowieso. Und von dem her kann ich eigentlich nichts mehr erwarten, wie dass die Fans wieder zurückkommen, weil, wie gesagt, das ist das Salz in der Suppe und deswegen spielen wir auch. Ja, richtig. Gerade die Rosenheimer mit der Festung an der Mangfall ist natürlich immer ein ganz wichtiger Punkt. Dein Spielstil, wie würdest du dich selbst beschreiben auf dem Eis? Also was zeichnet dich aus? Ja, ich denke, dass ich über die Jahre einfach gute Zwei-Wege-Stürmer geworden bin, der sowohl vorn wie hinten seine Akzente setzen kann und muss ich auf jeden Fall gespannt sein kann, dass ich gehe immer hart zum Tor und gleich mal vom Torwart ein bisschen für Verkehr sorgen. Du hast die Mannschaftsentwicklung in Rosenheim sicherlich auch ein bisschen verfolgt. Rosenheim geht eine sehr interessante Richtung, auch schon seit längerer Zeit. Man sagt, die jungen Spieler werden aus der DNL mit eingebunden, die Talente, man sieht ja auch, wohin sich die teilweise entwickeln, mit erfahrenen Spielern. Findest du, ist das der richtige Weg, gerade auch in der Oberliga zu sagen, mit dieser Technik, mit dieser Idee greifen wir an für den Aufstieg dieses Jahr? Ja, auf jeden Fall, weil ich meine, das ist ja das Ass im Ärmel, das Vereine haben, die eine gute Nachwuchsausbildung haben, so wie eben Rosenheim. Und ich meine, ich kenne das, das letzten Jahr in Landshut, da war das genauso, da wurden junge Spieler eingebunden und das haben halt eben Vereine, die in Anführungsstrichen keinen so guten Nachwuchs haben, dieses Ass haben die nicht im Ärmel und müssen dann halt die komplette Mannschaft von auswärts herholen und ja, auch wenn da mal Verletzte sind oder sowas, dann können da DNL-Spieler, wo du weißt, die haben Niveau, die fallen nicht besonders ab, kann man damit einbinden und das, glaube ich, ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil, der da auch in der Mannschaftszusammenstellung eben besteht. Die Oberliga, man sagt immer vom Spielstil her immer eine interessante Frage, zweite Liga, Oberliga. Man sieht, die Oberliga rüstet auf. Auch wir Rosenheimer haben uns mit Steffen Tölzer, mit einem sehr erfahrenen DNL-Profi verstärkt. Andere Mannschaften tun es auch. Was erwartest du von der diesjährigen Oberliga-Saison? Sie wird auf jeden Fall, glaube ich, einer der technisch stärksten, die man, glaube ich, seit langer Zeit gesehen hat. Ja, ich denke schon. Also ich glaube, das ist ja am Ende des Tages auch so ein Endprodukt aus den Regeländerungen in der DEL, zweiten Liga und sowas. Die Ü- und U-Spielerregelungen, da drücken natürlich mehr Spieler nach unten. Und ja, ich denke schon, das wird auf jeden Fall sehr, sehr harter Kampf, weil, wie du schon angesprochen hast, andere Vereine haben da auch richtig Gas gegeben in den Verpflichtungen. Und von dem her freut mich das aber eigentlich umso mehr, weil ich meine, es ist zwar schön, wenn man ganz oben steht, aber wenn man alleine ganz oben steht, ist auch blöd. Von dem her, man braucht schon auch Konkurrenz. Das stimmt, genau. Das macht die Liga auch attraktiv. Und ich glaube, dieses Jahr wird es besonders spannend, gerade wenn auch wieder Fans im Stadion sind. Zum Abschluss die Frage noch, auf was freust du dich am meisten in Rosenheim? Das Stadion wurde ja auch massiv umgebaut. Es gibt da viele Neuerungen. Hast du sowas, wo du sagst, wow, da bin ich richtig gespannt drauf, wenn ich nach Rosenheim komme?
Ja, also den Umbau habe ich mir schon ein kleines bisschen angeschaut. Der war noch im vollen Gange, als ich letzte Woche vor Ort war. Aber wo ich mich einfach freue, und das ist, ich habe jetzt nicht genaue Daten im Kopf, aber ich denke, das ist in Deutschland schon einmalig, diese steile Stehplatzkurve, die da herrscht. Und da, wenn natürlich Leute da sind, dann ist natürlich eine super Stimmung und da freue ich mich riesig. Und genau, ich bin heiß, dass losgeht. Unser Wohnzimmer, Rofa Stadion. Wir freuen uns alle, wenn es da wieder losgeht. Ja, Max, dann vielen, vielen Dank erstmal für deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen schönen Sommer, entspannten Sommer, natürlich nicht zu entspannt. Dann in Rosenheim auf dem Eis freuen wir uns, dich zu sehen und bis dahin alles, alles Gute. Ja, danke, ebenso. Bis dann.